Nicole. Nicole ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hier ist die Kieler Sprosse Nicole. Da ist die Kieler Sprosse Nicole. Ja. Über was unterhalten? Ich habe schon mal vor 2 Jahren mit dir telefoniert. Mhm. Und zwar war damals das Thema, ich schäme mich. Und ich hatte angerufen, weil alle Leute zu mir sagen, du solltest dich was schämen. Mhm. Ich schäme mich aber gar nicht. Und zwar bekomme ich seit meinem 16. Lebensjahr Sozialhilfe. Erinnerst du dich noch an mich? Oh ja, ich glaube ja. Ich glaube, es dämmert gerade. Ich glaube auch, dass ich dich sehr beschimpft habe, ne? Wie bitte? Ich glaube auch, dass ich dich sehr beschimpft habe. Du hast mich beschützt? Hab ich? Nee. Nee? Nee. Na, erzähl mal ein bisschen von dir. Und warum, vor allen Dingen, warum rufst du heute wieder an? Ja, ich wollte mal so den neuesten Stand der Dinge sagen. Mhm. Und zwar bekomme ich immer noch Sozialhilfe. Ich habe schon mal so ein paar Jobs zugewiesen bekommen. Ja. Aber ich bin also ziemlich abgemagert. Und wie abgemagert? Also du bist wirklich körperlich abgemagert? Ja, also... Kriegst du zu wenig Sozialhilfe? Hungerst du? Nee, das liegt so in meiner Natur. Ich esse nicht gerne viel. Ah, ja. Und dann kann ich mich immer so mit meinem Körpergewicht rausreden, kann sagen, oh nee, dafür bin ich zu schwach. Ach so, das ist ein Trick. Das ich nicht. Ja, das ist ein Trick. Jetzt müssen wir nochmal die Grundfakten klären. Du bist 26 Jahre alt, hast in deinem Leben noch nie gearbeitet. 29. Mhm. Hast du in deinem noch 29 Jahre alt, fast 30, noch nie gearbeitet. Richtig. Also immer nur, wenn ich mal irgendwo hingeschickt werde, dann komme ich auch immer an mit fertigen Haaren und Jogginganzug und so, aber teilweise werde ich dann trotzdem genommen, manchmal. Ja, aber dann drehst du das irgendwie so, dass du da nicht lange arbeiten musst. Ja, und bin manchmal einmal Gastronomie und habe ich dann sehr unfreundlich zu dem Publikum. Ja. Bin dann rausgeschmissen worden. Also das Längste war bisher... 7 Tage. 7 Tage? Ja. 7 Tage, du hast in deinem Leben bisher 7 Tage gearbeitet. Ja. Der Rest ist Sozialhilfe. Ja. Volle Kanne. Wie viel Sozialhilfe, ich muss es wissen nochmal, wie viel Sozialhilfe bekommst du im Monat? 293 Euro. Wie viel? 293 Euro. Ja. Plus 322 Euro Miete. Ja. Plus Krankenversicherung. Ja. Plus Kleidergeld. Plus Weihnachtsgeld. Das sind dann so ungefähr wie viel Euro, wenn man das so alles zusammenrechnet? Kleidergeld und sowas? 700 im Monat ungefähr. 700 Euro im Monat? Ja. Mhm. Für nix, ne? Ist nicht schlecht. Das ist jetzt so, ich habe also sehr günstig einen kleinen Wohnwagen bekommen. Ein Wohnwagen? Ja. Wer hat den bezahlt? Also ich habe schon so ein bisschen Rücklagen, weil das ist halt so, ich esse halt nicht viel, ich rauche nicht. Aber die Rücklagen kommen von der Sozialhilfe? Ja. Mhm. Und dann ist es halt so gewesen, also ich hatte erst beim Freund gewohnt, habe meine Wohnung vermietet, das darf das Sozialamt nicht wissen, dann habe ich die Miete, habe ich mir eingesteckt. Und dann habe ich also ja halt so Freunde, die mich halt auch mal zum Essen einladen und mal eine CD kaufen und so. Und habe ich mir ein bisschen Geld zurückgelegt, habe den Wohnwagen sehr günstig gekauft. Mhm. Ich vermiete meine Wohnung. Nach wie vor? Ja. Und jetzt habe ich mir also meine Haare schwarz gefärbt, habe mir so eine Kristallkugel gekauft. Mhm. Und über Handy annonciere ich, dass ich halt auch so Karten lege. Das mache ich dann noch im Wohnwagen nebenbei. Das machst du schwarz? Ja. Ja. Und du wagst es, hier anzurufen und das zu erzählen? Ja, ach, warum nicht? Ne? Weil ich wollte ja eigentlich nur sagen, alle anderen sind ja doof. Ja. Und wir sind so doof und finanzieren dich. Ja. Ne? So ist es. Das ist eigentlich Dummheit, ne? Ja, völlige Dummheit. Ja, es gab auch mal so eine tolle Partei. Ich weiß jetzt nicht mal, wie die hießen. Die KKP oder so ähnlich. Und das waren also so Linksradikale und die wollten nur saufen und Gelder abkassieren. Und die hast du gewählt? Die habe ich gewählt, weil die fand ich total toll. Ja. Bei anderen Politiker sind ja auch so, aber die geben das wenigstens also, noch zu. Also, 700 Euro im Jahr, im Monat zockst du so von unseren Steuergeldern ab. Ja. Dann begehst du noch einen, mehr oder weniger einen Betrug, indem du deine Wohnung vermietest, was du nicht darfst. Ja. Und eine zweite Ungesetzmäßigkeit, etwas Ungesetzliches begehst du, indem du schwarz arbeitest als Wahrsagerin. Und nebenher auch noch gut Geld verdienst. Ja, und die Leute glauben das auch immer. Dann sag ich immer was aus der Kugel, ne? Mhm. Und ich misse ja die Karten. Ja. Das ist ganz witzig. Ich habe da sogar eine Stammkundin, die ist 71 Jahre. Kannst du denn verstehen, dass sehr viele Menschen jetzt, meine Person eingeschlossen, sehr wütend sind? Nee, eigentlich nicht. Warum nicht? Weil wir bezahlen dich ja. Ja. Ne? Das ist die alte Diskussion. Ihr seid faul, die ihr so etwas in Anspruch nehmt. Ihr bringt den Ruf in Misskredit von Menschen, die wirklich Sozialhilfe brauchen. Ja. Und wir zahlen's. Ja, aber eigentlich ist das auch so, wie ich das mache, doch richtig. Weil ich suche jetzt auch noch einen vierten Weg, um irgendwie noch an Geld ranzukommen.
Ich finde es völlig daneben, was du machst. Ich finde, dass du die verdammte Pflicht hast, als junge Frau arbeiten zu gehen. Ja. Finde ich. Und wenn du schon Sozialhilfe, aber so klappt das ja auch, und wenn du schon Sozialhilfe gut in Anspruch nimmst, dich dann zumindest auch an die Gesetze zu halten. Ja, aber so lebe ich ja sehr gut. Ja, aber es geht, das ist uns piepe egal, ob du so gut lebst. Uns als Gemeinschaft, wir sind daran interessiert, dass es gerecht zugeht. Ich weiß, es geht vieles nicht gerecht zu. Aber das, was du gerade schilderst, ist wirklich ein Hammer, finde ich. Ja, also ich finde das eigentlich ganz in Ordnung, weil ich gucke natürlich nur auf mich. Also ich kann davon ganz gut leben, ne? Ja, und wir gucken auch auf uns und gucken, dass es gerecht zugeht. Ach, was ist gerecht in dieser Welt? Wenn Kinderschänder 2 Jahre auf Bewährung bekommt, ist auch nicht gerecht. Ah, dann meinst du, dann kannst du auch das Sozialamt abzocken. Ja. Du meinst, eine Ungerechtigkeit rechtfertigt die andere Ungerechtigkeit. Ja. Findest du? Bin ich völlig anderer Auffassung. Und guck mal, von den Steuergeldern werden Waffen gekauft. Ja, die Diskussion also, will ich auch gar nicht erst anfangen. Das ist für mich ein Argument, um keine Steuern zu bezahlen. Da werden Waffen von gekauft, zum Beispiel. Ja, aber es wird auch vieles, vieles, vieles andere gemacht, wovon du auch profitierst. Du fährst mit deinem Wohnwagen über Straßen, du gehst über Straßen. Es gibt hunderte von Beispielen, wie das Gemeinwesen halt in Stand gehalten wird. Ja. Mhm. So. Und du? Ja, nee, wollte ich eigentlich nur mal so den neuesten Stand sagen. Und du glaubst, dass Herr Domian sitzt da, sagt ein paar kritische Worte und dann ist es wieder gut. Ja. Mhm. Dem ist aber jetzt nicht so in diesem Fall. Nee? Nee. Hm. Weißt du, dass wir das zur Anzeige bringen werden, was du mir jetzt gerade erzählt hast? Ja. Ja. Ich finde, ich als Staatsbürger fühle mich dazu verpflichtet, das zu tun. Wenn ich höre, dass wirklich so ein Betrug begangen wird, möchte ich das nicht einfach hier so mal talken und mich empören und tschüss und das nächste Thema. Ich finde, dass schon Menschen, die so etwas tun, was du da tust, dass da schon eine Riegel vorgeschoben werden muss. Ja. Finde ich schon, Nicole. Nee, gut. Bin ich nicht böse drüber. Ja. Und wir werden an der Sache dranbleiben. Alles klar. Okay? Mhm. Auf Wiederhören. Tschüss. Das ist ja ein Hammer. Das ist ja wirklich ein Hammer. Und das werden wir. Und das werden wir. Laura, 35 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hast du es mitgehört gerade? Ja, habe ich. Ist es nicht unfassbar? Mir fehlen ehrlich gesagt die Worte. Also die Dreistigkeit dann auch noch zu haben und auch noch hier anzurufen, in aller Öffentlichkeit zu sagen, ich zocke nicht nur ab, sondern ich betrüge auch noch das Sozialamt und den Staat. Ja. Nee. Aber wir haben ja die Telefonnummer. Und wir werden da schon was unternehmen jetzt.